Hallo Leute, heute soll es bei mir um Informationsverarbeitung gehen. Als Physiker bin ich nämlich dazu trainiert, möglichst schnell Daten aufzunehmen und zu verarbeiten. Das liegt daran, dass zum Beispiel am Teilchenbeschleuniger im CERN allein das ATLAS-Experiment 5 GB an Daten pro Sekunde produziert. Und da muss man sich als Physiker dann schon ganz schön ranhalten, um mit der Auswertung hinterherzukommen. Das Problem ist nur, dass seit ich das Labor verlassen habe und in der Welt da draußen unterwegs bin, habe ich noch keine vergleichbare Datenquelle gefunden. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich tune einfach mein Radio, damit mein Radio als sehr schnelle Informationsquelle wirken kann und ich nicht einröste. Der Vorteil ist, wenn ich es einschalte, dann ist es erstmal ein ganz normales Radio. Das zeige ich euch mal. Wer sich sicherlich freuen wird bei dieser größten Musiknacht der Welt, Rapper Kendrick Lamar natürlich, so, der geht nämlich mit 11 Nominierungen als ganz normal über den roten und Teppich. Erst, und wenn ich die Tuning-Taste drücke, dann wird die Geschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht. Hat das allerdings zum Beispiel mit... Das könnt ihr jetzt hören. Ich habe jetzt das Radio mal wieder ausgeschaltet, damit ihr mich besser verstehen könnt. Der Vorteil an diesem Gerät ist übrigens, dass es einen eingebauten CD-Spieler hat. Und die Tuning-Taste funktioniert auch bei dem CD-Spieler. Das führe ich euch jetzt als nächstes vor. Dazu muss ich aber noch meine Lieblings-CD holen. Also, ich bin gleich wieder da. So, hier habe ich die CD. Und die lege ich jetzt ein. Und wie beim Radio wird die zuerst ganz normal abgespielt. Das hört sich jetzt schon total schön an und jetzt aktiviere ich mal den Tuning-Modus. Ja, das seht ihr schon, jetzt geht es wesentlich schneller mit der Informationsaufnahme und das ist eigentlich auch genau das Niveau, was ich als Physiker mag. Das Schöne an meinem getunten Radio- und CD-Spieler ist zum Beispiel, dass ich meine gesamte Musiksammlung anstatt in 36 Stunden jetzt in ganzen 8,5 Stunden hören kann. Und genauso kann ich meine Hörspielsammlung anstatt in 20 Stunden in 5 Stunden hören. Und da merkt man einfach, dass ich wesentlich effizienter bin und nicht mehr so viel Zeit verwenden muss, auf Musik hören oder Hörspiele zu hören. Und damit bringe ich zum einen Zeiteffizienz in mein Leben und zum anderen ist die Informationsaufnahme genau auf dem Niveau, wie ich als Physiker sie mag. Allerdings muss ich auch sagen, hier mein Radio- und CD-Spieler ist ja nicht das einzige Gerät, mit dem ich Informationen aufnehme. Und deshalb werde ich als nächstes dran gehen und mein Telefon tunen, damit das auch auf anständige Art und Weise Informationen transportiert. Da muss ich mir jetzt gleich einen Plan überlegen, wie ich das mache. Und deshalb sage ich euch einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.